Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Virginia. Der arme Vogel. Nein, auch scheiße wegen ihr, aber. Oh mein Gott, sie war doch noch so jung. Gib mir, ich brauche erstmal einen Tee. Oh Gott. Ach so, sie lebt. Was geht? Kopfschmerzen werden bald besser. Der arme Vogel. Oh Gott, er war doch noch so jung, ey. Um den Vogel tut's mir wirklich leid. Okay, jetzt kriegt sie hier ein gute Besserung-Ding. Der Kaffee wird gar nicht leer. Ich war gerade Kaffee trinken, Junge. Nerv mich nicht. Aber wir haben ja nichts gefunden, ne, außer den Vogel. Oh, Piepmatz. Armes Täubchen. Was macht sie denn? Hä? Nein. Sweet, war das denn bitte? Wo kommt jetzt hier die Musik her? Von da. Wieso hören die hier Musik? Ach, das sind seine, sind das vielleicht seine Freunde? Ja, die können da jetzt nicht rein, klar. Das wird's. Hey! Punk, ey! Nein! Oh, Junge, dafür wirst du sowas von bezahlen. Aber was sind wir denn für eine Flasche? Wir können ja gar nichts. Du gehörst mir. Ein Springmesser. Brieftasche mit nichts drin. Sehr schlau. Beweismittel. Doch, da ist noch was drin. Ein Kärtchen. Millennium Mall. Dominion Construction. Und ein Feuerzeug, oder? Was ist das? Ne, so komische Bildchen. Aha. Ach, ist ein Briefmarke. Nee, oder? Was ist das? Hä? Was? Warum nimmt sie das jetzt mit? Und was? Was? Warum? Warum nimmst du das jetzt mit und. Du ernährst dich nur von Pizza. Den Luxus würde ich gerne haben, mich nur von Pizza zu ernähren und nicht zuzunehmen. Ich muss eine Pizza nur angucken und habe schon 5 Kilo drauf. Oh, du ziehst endlich ein, wie ich sehe. Sehr schön. Wollen wir direkt schlafen gehen oder was möchtest du von mir? Aha. Okay, cool. Und jetzt träumen wir bestimmt wieder schlecht. Mittwoch. Oh. Ja, wir sind wieder am Träumen. Thank you.
Hat die Frau Angst vorm Altwerden? Okay, wir sind ganz allein beim Oberboss. Ja, erstmal eine rauchen. Ich habe auch gerade voll Bock. Was nu? Elektronische Datenbank des FBI. Benutzer. Könnte ich mir nie merken. Passwort. Angewendet als Tava Ann Special Agent. Bitte Suchbegriff eingeben. Suche nach Halperin gefunden. Erst ein Eintrag war nicht Halperin. Ich sag Halperin, okay? Name Helperin Maria, Freigabe Special Agent, Status aktiv, zusätzliche Informationen, Daten übernommen aus bisheriger Akte am 4.3.1990. Ja. Suche nach Ortiger, bitte warten. Gefunden, zwei Einträge, Ortiger Maria, Ortiger Judith. Weitere Informationen, 1. Name Ortiger Maria, Anmerkung Akte übertragen. Bitte Akte Halperin Maria einsehen. Weitere Informationen 2, bitte warten. Name Ortiger Judith, keine Informationen in Datenbank. Bitte an Archiv wenden. In ihrer bisherigen FBI-Laufbahn hat die tapfere junge Frau und Mutter die Messlatte für ihre weiblichen Kolleginnen höher gelegt. Mrs. Ortega entwickelt sich nach unseren Einschätzungen schnell zu einem Vorbild für gesetzestreue farbige Frauen. Mr. Albert Ortega erklärte die Arbeit seiner Frau Spiegle seinen tugendhaften Einfluss wider. Direktor Hofer, der nicht anwesend war, durfte von der Arbeit der Behörde insgesamt ermutigt werden, nur für den internen Vertrieb. Special Agent Judith Ortega, eine der aufstrebenden Agentinnen im Dienst des FBI, wurde heute die Auszeichnung für verdienstvolle Leistungen für ihre hervorragende Arbeit bei der Aufklärung des Falls Holliston Leidecker verliehen. Dienstag, 18. Juni 1968, US-Justizministerium, internes FBI-Bulletin, Aufzeichnung einer der unseren. Regierung der Vereinigten Staaten. Kommunik an Direktor FBI von Abteilung für innere Angelegenheiten betrifft diese Frau Ortega. Diese Frau Ortega verbreitet weiterhin abenteuerliche Anschuldigungen über Verschwörungen und vermeintliche Verstöße gegen ethische Richtlinien. Ich bin besorgt wegen möglicher Interpretationen ihrer fadenscheinigen Feststellungen, sollte diese an die breite Öffentlichkeit gelangen. Unser beider Ruf und der Ruf der Behörde müssen geschützt werden. Kurt ist das bewusst und ich weiß seine Kooperationsbereitschaft in dieser heiklen Angelegenheit zu schätzen. Es ist intern gemeinhin bekannt, dass Ortega sich zwar im Rahmen der Abteilung für angewandte Wissenschaften bewegt, aber gleichzeitig eine Vorliebe für
konventionelle Methoden besitzt. Dieser Umstand könnte für uns von Vorteil sein. Da haben wir sie. Achso, so. Wegen Verdachts auf grobes Fehlverhalten, Zweckentfremdung von Eigentum des FBI-Labors, Verstoß gegen ethische Standards im Zusammenhang mit der verbotenen Verwendung kontrollierter Substanzen sowie Insubordination. Keine Ahnung, was das ist. Ist Special Agent Judith Ortega seit nicht weniger als 3 Monaten das Ziel verdeckter Ermittlungen der Abteilung für innere Angelegenheiten der Justizbehörde. Angesichts der Ergebnisse dieser Ermittlungen sollte das Agent Ortega in allen Anklagepunkten für schuldig befunden werden. Hallo? Wir empfehlen daher ihre umgehende Suspendierung bei ausgesetzten Gehaltszahlungen sowie die Aufhebung ihres Status als Special Agent, bis ein Gericht über ihren Fall entschieden hat. Die scheinen sich auf jeden Fall mehr als nur zu kennen. Könnte ihre Tochter sein. Oder ihre Mutter? Nee, du kriegst unsere Stimmen nicht. Hab ich auch einen Kaffee? Ja, da. Wählt Bacon als Bürgermeister. Ich habe noch nie Speck gewählt. Na, guckst du mich jetzt wieder an? Können wir wieder in die Auto fahren? Wo geht's denn jetzt lang? Kidnapping. Sie will mich entführen. Ah, ne. Ach so, ich gebe immer Hinweise und wir fahren dann dahin. Ja, alles klar, gut, kann ich mitleben. Soll ich nochmal erwähnen, dass ich das war? Observatorium. Ja, du bist schon fleißig dabei, ich sehe schon. Okay, hier kann ich nicht hoch. Das auch zu. Bretter sind hier alle so. Okay. Meinst du nicht, dass man unseren Wagen unten gesehen hat? Ach nee, die Freunde von ihm. Von dem Luca. Nee! Das ist die Freundin von dem Luca und der Vater von ihm. Ist das nicht interessant? Hm, denke ich auch. Welchen Grund hat denn so ein junges Mädchen, einen alten Typen zu schlagen? Ich höre schon die pädophilen Alarmglocken läuten. Ist klar, dass das Glas ist. Man hätte es auch einschlagen können, ne? Ja.
Was ist das? Hast du was gefunden? Nö. Ich such da mal da hinten weiter. Herzlichen Glückwunsch. Es freut mich, Ihre Aufnahme in den Intensiv Studiengang Informatik mit Beginn zum Herbstsemester bestätigen zu können. Vielen Dank für Ihr Interesse am Anderson Community College. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und Sie beim Erreichen Ihrer Ziele bestmöglich zu unterstützen. Das war jetzt da. Fortige Aufnahme an. Die oberste Priorität des Anderson Community College ist der Erfolg unserer Studierenden. Sollten Sie weitere Fragen an die Aufnahmestelle oder das Studien Sekretariat haben, rufen Sie uns bitte jederzeit an. Wir hoffen, dass Sie mit Ihrer Aufnahme vollstens zufrieden sind. Nochmals herzlichen Glückwunsch und alles Gute im Namen aller Mitarbeiter des Anderson Community College. Okay. Interessant. Oh, der hat aber ganz schön viele Gewehre da. Immer diese Bücher, die alles blockieren. Wo sind wir jetzt? Ehering abnehmen? Okay. Ah. Was soll ich jetzt damit? Dann hätte sie sich auch selber in die Tasche stecken können. Sie geht sich jetzt einen saufen oder was? Oh. Oh nee, bitte nicht. Edge. Das war praktisch. Geht das jetzt in Zeitlupe? Respekt.
Wir trinken alleine. Donnerstag. Prost. Wo haben wir denn gepennt? Das ist nicht unser Zimmer. Jetzt ohne Scheiß, wo sind wir? Ist abgeschlossen. Du willst wieder zu der durch die erste abgeschlossene Tür. Das war so klar. Ah, schöne Wohnung hier. Mit Treppchen und so. Ist hier noch jemand nicht eingezogen? Ist ein Bettchen? Aha. Ein Föhn liegt auf dem Boden. Hier liegt alles auf dem Boden. Okay. Guck mal. Ein Krankenbett. Oh je. Was bedeutet das denn? Also ich weiß, was das bedeutet, aber was bedeutet das jetzt hier für die Geschichte? Ihr Mann? Ihre Tochter? Ihre Mutter? Könnt ihr nur ihre... Ich weiß gar nicht mit den Jahren, ich bin jetzt schon wieder vollkommen durcheinander. Hi, ja. Oh, Hund beträumt, Achtung. Ist immer so süß, wenn der träumt. Nur dann ist er süß. Oh, Schuhe. Meine Schuhe. Happa, happa. Och, Kaffee. Och, guck mal. Speckwürstchen. Und och. Du bist jetzt best, ey. Hi, guten Morgen. Ach, Eier gibt's auch nicht. Oh, jetzt krieg ich Hunger. Jetzt krieg ich voll Hunger. Scheiße. Mal Toast, Speck und... Sollen das Kartoffeln sein? Oder... Ich weiß nicht, was das ist. Tomate, Orangensaft, Kaffee, Würstchen. Och. Mm. Ich hoffe, das Wasser schon im Mund zusammen. Ich habe auch noch Eier da. Ich mag keine Spiegeleier. Ich hätte die gerne als Rühreier, wenn es geht. Auch sie gibt uns zwei und nimmt sich nur eins. Ach mein Gott, ist das jetzt traurig. Guten Appetit. Aber... Okay, da war da doch kein Vogel drin? So, wir haben uns jetzt in ihrem Badezimmer selber so ein Rotlicht-Dingens gemacht. Entwicklungsraum, so. Kann ich entziffern, was das sein soll? Sollen das Ketten sein? Sieht aus. Ja, wie Ketten. Mhm. Was denn? Ich hatte recht. Du pädophiles Schwein, du bist es nicht würdig, diesen Kragen zu tragen, ey. Ich kriege jetzt gerade eine ganz komische Erinnerung mit den Handschellen.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er starrt die Wand an, warum? Warum lassen wir ihn jetzt gehen? Ich check's gerade nicht. Ach, sie ist mit dem Mädel da drin, okay. Okay, das hatte nichts mit Luca zu tun. Der Kaffee sieht irgendwie grün aus. Wir haben eine neue Spur. Warum haben wir denn ihre Akte? So, Kaffee, Brötchen, schön. Danke, Sir. Boah, ich glaube, die mag uns immer noch nicht. Was hast du denn in der Tüte? Achso, jetzt nimm zuerst den Kaffee. Ich hole mir ja zum Beispiel nie unterwegs irgendwie so ein heißes Getränk, so ein Kakao oder so ein Kaffee, weil, weiß ich nicht, ich kann das unterwegs irgendwie nicht trinken, heiße Sachen. Es ist bei mir aber genauso wie mit Eis, ne? Wenn ich Eis unterwegs esse, also beim Laufen zum Beispiel auf der Kirmes, ne? Ich muss 10-mal um die Kirmes, also über die Kirmes laufen. Und dann erst habe ich das Eis auf. Was will denn ach, wie heißen die, die zur Wahl antreten? Ich sag jetzt mal Bürgermeister da. Ja, da sind wir. Ich darf nicht aussteigen. Und dürfen die vom FBI nicht überall rein? Och, ein Büffelkuscheltier. Anna, Anna. Jetzt sag doch nicht, dass der... ist der für mich? Och, danke schön. Oh, nein, 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 nein. Guckst du dir nicht an, guckst du dir nicht an, die Akte, nein. Hör mir zu, ich kann es erklären. Ich kann das erklären. Ey.
Nein, nein, la 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 la. Ist sie gerade echt einfach abgehauen? Okay, meine Lieben, aber ich sage jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.